Hier ist Sabrina und heute erzähle ich euch 7 Fakten über ein Anime, den ich mir selbst vor 2 Jahren irgendwann mal angesehen habe, den ich total gehypt habe und bis heute gab es von mir kein Faktenvideo darüber. Die schreit mir ins Ohr, das ist nicht cool. Also, fangen wir damit an. Heute gibt es 7 Fakten über Sword Art Online. Fakt 1. Sao wurde nicht nur außerhalb, sondern sogar in Animes total gehypt. Im 2. Opening von Turarararararara fliegen Sword Art Online Flyer in der Luft. Und auch im weiteren Verlauf des Animes sieht man dann plötzlich hier ein Sao-Plakat mit Sinnon. Aber nicht nur in Turarara, sondern auch in Oraimo, Outbreak Company, Saikano, When Supernatural Battles Became Commonplace, Danchigai oder Lock Horizon, wo ein Mädchen aussieht wie Leafa und Leafa sieht aus wie ein weiblicher Link. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Fakt 2. Es gibt eine Fantheorie, die besagt, dass die toten Spieler aus Sao gar nicht tot sind. Manche denken sich jetzt, natürlich sind die tot, darum ging es ja im ganzen Anime, stirb im Spiel und du stirbst in echt. Fakt ist, im gesamten Anime hat man kein einziges Mal gesehen, wie ein Spieler durch das Nerfgear gestorben ist. Boom, Illusionen zerstört und so. Fakt 3. Ursprünglich sollte Suguha komplett flach sein. Also, flach. Say what? Fakt 4. So ein MMORPG wie Sword Art Online würden wir alle gerne mal spielen. Also ohne den Sterben, meine ich. Und vielleicht können wir das sogar irgendwann. Say what? Stop it! Denn es gibt in echt sogar so etwas ähnliches wie das Nerfgear, und zwar die Oculus Rift. Oculus Rift, boom. So eine coole Brille, die dir das Gefühl gibt, du würdest dich im echten Spiel befinden. Februar 2016 startete das IT-Unternehmen IBM ein sehr cooles Projekt, und zwar Sword Art Online The Beginning, also eine Demo, die demonstrieren sollte, wie es wäre, wenn man sich in diesem Spiel befinden würde. Von 100.000 Bewerbungen durften nur 208 Alpha-Tester nach Tokio fliegen, um diese Demo zu spielen. Diese glücklichen. Wie im Anime wurden die Körpermaßen gescannt und im Handspiegel konnte man seinen Avatar betrachten, der jetzt aussah wie du. Ob das einen freut? Naja. Mit Link startete das Spiel. Fakt 5. Kirito hat den seltsamen Drang, schlafenden Mädchen auf die Wange zu poken. Fakt 6. Im Anime Acel World sieht man einmal das Nerfgear, also das ist eine Anspielung auf Sword Art Online. Und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass diese beiden Animes vielleicht sogar in derselben Welt spielen. Es haben ohnehin schon viele Otakus diese beiden Animes verglichen. Und das ist überhaupt kein Wunder, denn beide Animes stammen von demselben Light Novel Autor, und zwar Reki Kawahara. Sao beginnt allerdings im Jahre 2022 und Acel World im Jahre 2046. Fakt 7. Normalerweise erwähne ich jetzt in Faktenvideos nicht, dass es von einem Anime auch einen Manga gibt. In diesem Fall ist es aber erwähnenswert, weil Fanarts sind ja wirklich was Tolles und sehr nett gemeint. Aber diese Bilder, die ihr hier seht, sind nicht irgendwelche Fanarts, sondern das sind die echten Bilder aus dem offiziellen Sword Art Online Manga. Say what? Kirito ist ein Halbchibi und die Hintergründe waren wohl überflüssig, da hat man sich gleich ganz weglassen. Ab Ausgabe 25 hat man den Mangaka schließlich ausgewechselt. Und zwar zeichnet jetzt Tsubasa Hatsuki mit wesentlich besseren Ergebnissen. So, und jetzt frage ich euch, was war eurer Meinung nach der schlecht gezeichnetste Manga, den ihr je gelesen habt? Schreibt mir in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt drauf. Seht euch auch dieses Video an, wenn ihr Lust habt, Anime-Openings zu erraten. Bin gespannt, wie gut ihr seid. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann, bye!